Hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von diesem Sphere und unserem Rainbow Life. Was war das für eine coole Hochzeit im letzten Part? Denn unser lieber Steven und unsere liebe, herzallerliebste Kaori haben geheiratet im letzten Part. Sie sind endlich verheiratet, sie haben den gleichen Nachnamen und oh mein Gott, das war einfach wunderschön. Vielen lieben Dank für eure ganzen Kommentare und dass ihr mir auch nicht böse wart, dass ja die Hochzeit auf einem anderen Grundstück stattfand. Wir haben außerdem die Geburt unserer beiden Zwillinge gefeiert. Feiert. ja ja und zwar heißen diese zwillinge aktuell noch alessia und daniel aber das könnten wir ändern denn ihr habt mir vielen lieben dank ihr süßen Mäuse, ein paar namensvorschläge geschickt die ich in einen zufallsrad gepackt habe und wir werden jetzt gemeinsam auslosen wie unsere babys also die Zwillinge, die im letzten Part geboren wurden, wie wir diese ab sofort nennen werden. Ich freue mich sehr drauf. Wir starten, würde ich sagen, mit den Mädchennamen. Ich habe diese Mädchennamen, die ihr mir in die Kommentare geschrieben habt, vielen Dank dafür, habe ich hier in das Rad gepackt. Ich klicke jetzt gleich auf das Rad und wir wissen dann, wie das Mädchen heißen wird. Ich bin sehr, sehr gespannt und wir gucken mal. Ich habe unter anderem auch Alessia mit reingenommen, weil einer von euch hat geschrieben, dass der Name, den wir schon haben, eigentlich ganz süß ist. Deswegen, ja, steht er auch hier mit in der Liste. Oh, die liebe Mai, das ist ja cool. Alles klaro. Das heißt, unser Mädchen heißt Mai. Das finde ich richtig, richtig nice. Dann kommt als nächstes der Jungenname. Da habt ihr mir diese hier geschickt und ich bin mal gespannt, wie wir unseren Jungen nennen werden. Oh wow, sehr, sehr cool. Rico, Rico und Mai. Das ist ja mal mega nice. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ich habe mir diese beiden Namen dann auch notiert. Ich glaube, im, ich weiß gar nicht, im Babyalter können wir, glaube ich, nicht die Namen ändern, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, genau. Ich glaube, das geht leider nicht. Ähm, ich komme hier also nicht in MC Command Center oder so rein, um die Namen zu ändern. Ich werde aber, sobald die kleinen süßen Mäuse älter werden, und das sollte eigentlich relativ zeitnah erfolgen, ah schon am Montag, glaube ich, ne? Ja, genau. Am Montag werden die beiden süßen Mäuse dann auch schon älter. Werde ich die beiden dann auch umnennen. Ihr lieben süßen Mäuse, ihr habt neue Namen. Ja, hier haben wir den lieben Rico und hier drüben haben wir die liebe süße Mai. Ja, ich gucke, dass ich das wirklich bis zum nächsten mal mache, beziehungsweise dass ich das im Background auch ändere. Dankeschön für eure Vorschläge und dankeschön, dass ihr so fleißig mitmacht immer in dem Let's Play und bei den Kommentaren. Das weiß ich unglaublich zu schätzen. Aber jetzt, hoppla hopp, geht es auf jeden Fall in den Urlaub. Und während jetzt hier alle noch beim Frühstückstisch sitzen, habe ich mir überlegt, dass wir definitiv jetzt auch einfach mal den Urlaub buchen können. Ich habe im Kalender auch so ein paar Tage dafür geplant. Ähm, und zwar würden wir heute hinreisen. Heute haben nämlich auch die Teenager Geburtstag. Dann den Sonntag nehmen wir auf jeden Fall mit. Und den Montag hätte ich gerne auch noch frei. Ich glaube, wir haben noch so ein paar außerschulische Aktivitäten, die sagen wir aber ab. Ich würde, glaube ich, den Sonntag und Montag als Feiertag hinterlegen. Einfach, dass wir da weder arbeiten müssen noch sonst irgendwas anderes machen müssen, sondern da haben wir tatsächlich so einen Familienurlaub. Dann haben wir nämlich heute den Geburtstag der Zwillinge und können diesen dann auch im wunderschönen Urlaubsort verbringen. Urlaub nehmen. Das müsste doch gehen. Und zwar mit allen Haushaltsmitgliedern. Wir reisen in den Urlaub. Ja, ja. Ich hoffe, dass das klappt, dass wir die Babys mitnehmen. Da bin ich mir halt jetzt noch unsicher, ob das geht. Wenn das nicht gehen sollte und die Babys nicht mitkommen, dann würde ich sagen, haben wir die Babys bei unserer Schwester gelassen. Und zwar habe ich hier nämlich ein richtig schönes Urlaubsobjekt hinterlegt. Und das können wir für zwei Tage mieten. Da sind wir bei 2114 Simoleons. Aber das sollte auf jeden Fall funktionieren. Und ich vermute, wie gesagt, dass wir die Babys nicht mitnehmen werden. Jetzt bin ich sehr gespannt. Ich bin so happy, dass wir jetzt endlich... Urlaub haben. Wir sehen uns gleich in der Urlaubsunterkunft wieder in Granite Falls. Halli, Hallöchen! Wir sind hier in der Urlaubsunterkunft im wunderschönen Granite Falls. Können wir bitte drüber sprechen, wie wunderschön es hier ist und wie idyllisch es ist. Und da wir Sommer haben, beziehungsweise wir haben Frühling, oder? Nee, wir haben Frühling, sorry. Ist das ja mal richtig, richtig nice. Ich habe eine wunderschöne Urlaubsunterkunft rausgesucht, wie ihr seht, aus der Galerie. Wenn ihr Bock habt, die auch runterzuladen, ich hovere mal hier kurz drüber und zeige euch mal diese Unterkunft. Die ist wirklich richtig, richtig nice. Was mir halt richtig gut gefällt, ist, dass sie sich wirklich sehr gut hier eingliedert in die Umgebung und eben nicht zu seriös ist. Aber wenn ihr euch gefällt, da verlinke ich euch den Creator und den Namen des Grundstücks unten in der Infobox. Schaut unbedingt vorbei und ja, lasst Liebe da und ladet euch gerne diese Unterkunft runter. So, und jetzt möchte ich erstmal die einzelnen Betten ja entsprechend markieren. Hier haben wir erstmal das Bett von der lieben Namiko. Hier haben wir erstmal das Bett vom lieben Chikumu und hier gegenüber haben wir das Bett von der lieben süßen Naomi. Wie sieht es denn jetzt aus mit euren Bedürfnissen? Ich glaube, hat noch jemand Hunger, ne? Ja, du bist noch ein bisschen krank, glaube ich, liebe süße Naomi. Genau, du bist noch ein bisschen krank, aber da können wir Abhilfe schaffen. Kannst du, lieber süßer Steven, eigentlich noch eine Kleinigkeit kochen? Das würde ich irgendwie fühlen. Weil dann kannst du nämlich schon eine Kleinigkeit vorbereiten für den Geburtstag. Nummer eins brauchen wir ja auf jeden Fall eine Porte für den Geburtstag. Die kannst du als erstes zubereiten. Und danach würde ich sagen, können wir auch nochmal ein schönes Mittagessen zubereiten. Vielleicht können wir was Vegetarisches kochen. Das würde ich irgendwie Fühlen. Vielleicht Aubergine mit Parmesan und dafür eine Partygröße. Das klingt mega, mega lecker. Ich habe gar keinen Hunger, Leute. Wie sieht's hier aus? Ah, die wow. liebe Süße Kaori ist am Quatschi-Quatschi machen mit irgendwie sich selbst. Ah nein, sie redet. Sie redet mit Shikumu. Der ist wo jetzt ganz genau? Ach, der sitzt dort und. Oh mein Gott, schaut mal, was er geformt hat aus dem, aus dem Ton. Er ist ein richtig kreativer Typ, ne? Die liebe Süße Naomi hat sich hier auf einen Rasen gechillt. Oh, Naomi fühlt sich besser. Ihre Krankheit. Geht langsam weg. Sehr, sehr nice. Wie sieht's bei dir aus, liebe süße Namiku? Namiku, du kleine Maus. Nee, du redest mal nicht mit dem Bären, der hier rumläuft. Mit dir wollten wir ja an dem Bestreben arbeiten. Und ich gehe davon aus, dass wir Pflanzen hier doch bestimmt irgendwie finden. Unbestimmte Pflanze ernten. Oh mein Gott, wir können das tatsächlich hier machen. Ihr hattet mal wieder recht. Ihr hattet natürlich recht, ihr lieben süßen Mäuse. Ich muss unbedingt öfter auf euch hören. Das ist einfach so. Ihr habt einfach viel mehr Ahnung von dem Spiel. Jetzt gucken wir mal ganz kurz, ob es hier noch irgendwo Pflanzen gibt, weil ich ja vor ich auch hierher gezogen bin oder hierher gereist bin in den Urlaub, damit ich eben an den Bestreben arbeiten kann und bestimmte Blumen ernten, das sollte auch passen. Wir müssen nämlich zehn nicht bestimmte Pflanzen ernten, das wird ein bisschen wild alles, glaube ich. Bleiben wir an der Oberfläche. Würdest du sagen, dass Chikomo das Gewöhnliche bevorzugt und Smalltalk mag? Okay, ja, das ist in Ordnung. Jetzt muss ich nur hier rumgucken und muss schauen, dass ich die ganzen Pflanzen finde, ne? Das ist natürlich auch schon wieder so ein Mega-Act. Ich glaube, das ist schon eine kleine Herausforderung, das hier alles zu finden. Leute. Hier gibt es vor allem auch Insekten. Das finde ich auch richtig cool. Vielleicht können wir tatsächlich den ersten Teil des Bestrebens in der heutigen Folge in irgendeiner Form abschließen. Hier haben wir vor allen Dingen auch noch ein paar Steine und wir könnten hier auch noch mal ein bisschen graben mit dem lieben Chikumu. Wahrscheinlich habe ich schon 15 Pflanzen übersehen. Aber man muss eines sagen: Die Nachbarschaften sind richtig schön. Also, ich finde die Gestaltung von der Nachbarschaft richtig, richtig nice. Also das taugt mir wirklich doll. Wir gucken mal mit dem lieben Chikumu, wie weiter ist hier mit dem Graben. Das das sieht doch schon mal ganz gut aus. Genau. Hier gibt's es Toiletten, aber hier gibt es keine weiteren Pflanzen. Kann das sein? Oh mein Gott, es hat sich auch tatsächlich jemand gemeldet, der auch erneut einen Schmuck von uns kaufen will. Ich glaube, dass jetzt alle Schmuckstücke theoretisch verkauft sind. Ich hoffe einfach, Leute, dass das noch so bleibt, bis wir in eine eigene Wohnung gezogen sind, weil das ist richtig viel Geld. Ich mein, das ist, sind 800 Simoleons. Ich muss mal ganz kurz schauen. Das sind auch über 800 Simoleons. Das sind auch über 800 Simoleons. Und das sind über 600 Simoleons. Also wir haben richtig Richtig viel Asche hier schon bei uns liegen. Das ist äh, ziemlich nice. Sieben unbestimmte Pflanzen haben wir schon gesammelt. Das ist ja mal mega cool. Mega, mega geil. GG, liebe süße Maus. Hm, wir gucken mal, wie weit der liebe Steven ist. Steven, ähm, Steven, was machst du hier? Du bist beim Tonklumpen. Na, ist doch wunderbar. Hast du jetzt die ganzen Essen zubereitet? Du hast hier die Auberginen zubereitet. Ist der Kuchen im Kühlschrank oder wo hast du den hingeräumt? Das würde ich mich jetzt mal interessieren. Ähm, wo hast du den Kuchen? Where is the cake? Das ist jetzt die Frage, Leute. Wo ist der Kuchen, wenn er nicht im Kühlschrank ist? Ist der gegebenenfalls hier noch drinnen. Das es ja jetzt, wenn er noch im Backofen ist, aber ich glaube nicht. Oh no, der Kuchen ist hier! Es hat sich schon jemand was vom Kuchen genommen. Ich kann nicht mehr. Okay, wow. Dann musst du leider noch mal was backen, süße Maus. Und zwar, äh, beziehungsweise was kochen. Wir kochen ja Kuchen. Wir kochen ja Kuchen in Sims 4. Ähm, da müssen wir leider noch mal einen Kuchen backen. Es tut mir sehr leid, aber das, äh, das brauchen wir. Mach mal bitte noch mal was. Ich weiß, dass der Zuckerschock immens sein muss, aber die Boys und Girls haben sich hier schon was genommen. Oh, und vielleicht lassen wir Naomi sich noch ein bisschen hinlegen. Ich glaube, das wäre gar nicht so. So schlecht. Guck mal bitte, dass du vielleicht unter der Decke noch ein bisschen liest. Dann erholst du dich so ein bisschen im Haus. Du machst jetzt nochmal einen Kuchen fertig. Genau, lieber süßer Steven. Okay, und die liebe süße Maus hat tatsächlich auch schon acht von zehn unbestimmte Pflanzen geerntet. Dann könntest du jetzt nochmal zum Haus zurückgehen und hier noch ein bisschen angeln. Denn du möchtest unbedingt fünf Fische in Grand Falls fangen. Kannst du bitte den Kuchen backen, Schatz? Kannst du bitte den Kuchen backen? Der Kuchen ist ready, liebe süße Mäuse. Sehr, sehr gut. Dann gucken wir, dass wir jetzt die Teenager älter werden lassen. So, wir fügen jetzt Geburtstagskerzen hinzu. Und dann können die Süßmäuse gleich alle nach Hause kommen und können... Äh, willst du plaudern? Nein, ich habe keine Zeit zu plaudern. Und dann können nämlich die Süßmäuse gleich alle kommen und die Kerzen auspusten. Okay, und zwar die Teenager. Beide Teenager lassen wir älter werden. Oh mein Gott, das ist so aufregend, Leute. Das ist so aufregend. Hör mal bitte auf zu angeln. Beide Teenager werden zu jungen Erwachsenen und das wird ja mal mega, mega cool. War es das schon? Oh mein Gott. Äh, die haben gar nicht Happy Birthday, ihr lieben süßen Mäuse. Die irgendwie gar nicht zurück ins Haus kamen, um das zu feiern, aber egal. Kommt mal bitte alle nach Hause, ihr lieben süßen Mäuse. Und nehmt euch von eurer Geburtstagstorte, denn ihr wollt ja auch feiern. Jetzt bin ich halt auch ein bisschen verwirrt, weil hätten die nicht irgendwie die Kerzen ausbußen müssen? Okay, das hat irgendwie nicht funktioniert. Aber es ist äh, nicht so wild. Dann gucken wir, dass du um unbedingt dir eine Portion nimmst und du kannst dir auch eine Portion nehmen. Dann könnt ihr so noch mal ein bisschen euren Geburtstag feiern. Kannst du das auch essen? Was ist los mit diesen Sims? Was ist los mit diesen Sims? Der Kuchen ist unsichtbar, alles klaro. Ich wundere mich heute über gar nichts mehr, Leute. Das ganze Spiel ist verglitscht. Happy Birthday, ihr lieben Süßen. Dann seid ihr jetzt erwachsen. Das ist so cool. Können wir den Rest der Familie hier vielleicht eine Interaktion vornehmen lassen? Zum Beispiel Hufeisen werfen? Das könntet ihr doch bestimmt zusammen machen, oder? Dann kannst du erstmal angeln gehen. Gehen. Süße Maus. Und du, lieber süßer Chikumu, genau du kannst mit Ufeisenwerfen werfen spielen. Das ist doch eine richtig coole Aktion. Was ist hier los? Hier wurden Drinks zubereitet, oder was? Rabatz und Thai Eistee mit Milch und salziges Lama wurde hier zubereitet. Das ist ja cool. Schön vor allen Dingen, dass der Papa so viele Drinks einmal mal gemischt hat. Dann macht das Spiel doch noch mehr Spaß. Oh! Okay, wir haben einen Fisch gefangen. Und zwar einen Barsch haben wir gefangen. Sehr, sehr gut. Oh mein Gott, haben wir schon viele Pflanzen gesammelt. Während die liebe, süße Maus hier noch ein bisschen angelt, gucke ich mal, ob ich hier noch ein paar Pflanzen finde, die wir noch nicht kennen und die wir abernten können. Aber ich vermute, dass wir alles hier schon gemacht haben. Vielleicht, vielleicht müssen wir auf den nächsten Tag warten, was auch überhaupt kein Problem ist. Hier haben wir eine unbestimmte Frucht. Die können wir auch noch mal ernten. Perfekto. Das wäre dann Nummer 9. Hier haben wir noch eine unbestimmte Frucht. Perfekto. Das bedeutet, dass wir noch zwei Früchte haben, die wir sammeln können und da müssten wir den oberen Teil des Bestrebens dann auch schon abgeschlossen haben. Das ist doch jetzt schon wieder viel, viel, viel erfolgreicher als ich dachte. Oh, die liebe Süße, Naomi ist ins Bettchen gegangen. Ach Gottchen, ja sie ist noch nicht ganz fit. Ich finde es in Ordnung, dass sie jetzt schon ins Bettchen gegangen ist. Weißt du, wir sind im Frühling und Sommerurlaub und was wünscht sich Kaori? Schlittenfahren gehen. Ich finde es einfach schon wieder bezeichnet, Leute. Oh mein Gott, Leute, eine neue Beziehung beginnen? Ich glaube es ja nicht. Ich, äh, ich bin ich bin entrüstet. Wir wissen ja, dass kurz vor der Hochzeit beide so ein bisschen kalte Füße bekommen haben. Also Steven und Kaori. Und Kaori war sogar richtig, richtig unsicher, ob sie diese Hochzeit veranstalten sollte. Und das passt, finde ich, jetzt. Diese Zweifel zu dieser ganzen Beziehung zu dem Kind, denn sie war sich ja auch so unsicher zu den beiden neuen Zwillingen. Diese ganzen Selbstzweifel, die ufern jetzt tatsächlich darin, dass sie eine neue Beziehung beginnen will und dass sie tatsächlich ihre alte Beziehung beenden will. Oh mein Gott, ich weiß nicht, was ich machen soll, weil das ist natürlich, es ist ein aktiver Wunsch, den habe ich nicht beeinflusst. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich meine, wir werden ja jetzt nicht aktiv im Haushalt weiterspielen. Das heißt, wir werden jetzt nicht weiter sehen, was daraus wird. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht die liebe Kaori ja tatsächlich auch eine Affäre haben wird. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass sie das beim lieben Steven erwähnen wird und dass sie vielleicht eine offene Beziehung ansteuern und dass sie vielleicht techte mechtel etablieren. Ich weiß nicht, Leute. Es, es gibt so viele Optionen. So, wie sieht's denn hier aus? Hast du mittlerweile noch was gefangen, liebe süße Maus? Du hast drei Fische schon gefangen. Das wird immer besser, Leute. Das wird immer besser. Wir heben uns das mal auf für den nächsten Tag und holen uns mal die letzten beiden Pflanzen für unser Bestreben. Dann können wir die anderen Fische dann auch noch am nächsten Tag fangen. Oh, der liebe Chico möchte auch malen an der Staffelei. Das ist richtig cool. Das pinne ich auf jeden Fall auch an. Wie sieht es denn hier mit den Wünschen aus bei der lieben süßen Namiko? Wir haben von außerordentlich entführt werden. Das schaffen wir irgendwie nicht. Dann möchte sie unbedingt eine Gelegenheitsarbeit abschließen. Finde ich auch cool. Dann macht sie ein bisschen extra Money. Ich muss generell mal gucken. Ich wollte ja die süße Maus auch studieren lassen. Wir warten jetzt erstmal den Urlaub ab. Und vielleicht können wir das mit dem Studium dann in der neuen Wohnung oder im neuen Haus in irgendeinem. Form umsetzen. Was mich tatsächlich zur nächsten Frage bringt, und da wird es auch eine kleine Community-Umfrage geben auf dem Kanal. Und zwar, wollen wir Namiko und Shikumu in eine Wohnung oder in ein Reihenhaus ziehen lassen? Beides habe ich gebaut. Beides steht in Newcrest auch schon bereit. Die Entscheidung liegt da bei euch. Ich werde, wie gesagt, eine Community-Umfrage dazu machen. Dann könnt ihr eure Stimme abgeben. Und dann bin ich gespannt, wie ihr entscheidet. Ich bin für beides offen. Oh mein Gott, wunderbar. Nur noch eine Pflanze, Leute. Nur noch eine Pflanze, ich liebe es. So, ich glaube aber, dass ihr lieben süßen Mäuse jetzt genug draußen an der frischen Luft wart. Ich würde sagen, ihr geht mal ins Biberbettchen und auch ihr lieben Erwachsenen könnt mal ein bisschen schlafen gehen, weil ich glaube, wir haben es jetzt auch gleich 22:30 Uhr und du wirst jetzt gleich den Ein Teil des Bestrebens abschließen. Ich freue mich. Ja! ich bin ein bisschen happy drüber, ne? Ich glaub's nicht. Dann können wir nämlich am nächsten Tag, ja, ich weiß, hier gibt's Mücken, mein Urlaub wär's nicht. Dann können wir am nächsten Tag nämlich auch den ersten Teil des Bestrebens abschließen. Wie sieht's denn hier weiter aus? Wir müssen die Kräuterkundefähigkeit weiter leveln, wir müssen Käfer am Lagerfeuer zubereiten, okay, und wir müssen zehn Pflanzen essen. Ich glaube, dass wir hier morgen auch so ein paar Käfer sammeln können. Ich glaube, diese Käfer kann man hier irgendwo auf dem Boden sammeln. Da müssen wir uns das mal angucken am nächsten Tag. Ich schick dich jetzt erstmal zum Schlafen. Ich weiß, dass du so so ein bisschen niedrig bist. Das regeln wir alles morgen beim Frühstück, würde ich sagen. Na, wer ist denn da mitten in der Nacht wach und geht sich baden? Ja, um 3.30 Uhr morgens ist der liebe süße Steven auch schon wach. Ah, jetzt können wir Frühstück zubereiten. Perfekt. Und dann würde ich sagen, können wir so ein paar Pfand Kuchen zu bereiten. Steh mal bitte auf, liebe Süßer Steven. Es ist gleich 6 Uhr morgens. Dann kannst du der ganzen Familie Pfannkuchen zubereiten. Oh, Pfannkuchen hätte ich jetzt auch gerne, Leute. Hätte ich jetzt auch gerne. Oh, und wir haben Sommer. Das ist ja cool. Hast du keinen Bock auf Pfannkuchen? Oder warum machst du nicht das, was ich dir gesagt habe? Perfekto. Die liebe süße Naomi ist auch schon wach. Du hast auch richtig viel Hunger, ne? Süße Maus. Ja, es ist völlig in Ordnung. Es gibt gleich Frühstück. Genau. Wasch dir jetzt erstmal die Hände. Ah. Und dann hat der Papa bestimmt auch schon das Frühstück fertig. Oh, fragen, ob es das wert ist. Oh, no! Oh, Laktose, Leute. Laktose. Oh. Ich muss unbedingt dran denken, dass ich dass ich Laktose vom, vom Nahrungsplan irgendwie verbanne. Ja, wir müssen das jetzt essen. Wir haben sonst nichts mehr im Kühlschrank. Das ist leider nicht anders möglich. Du wirst jetzt leider Laktose essen müssen. Und ihr anderen könnt auf jeden Fall, also nachdem ihr erstmal auf Toilette gegangen seid, euch auch ein Stückchen davon nehmen, beziehungsweise die Pfannkuchen essen. Ach, das ist ein Traum. So, dann lasst es dir schmecken. Ähm, hast du immer noch nichts gegessen, süße Maus? Ach, du hast den ganzen Schmutz auf Aufgehoben. Du bist ja lieb. Dann nimm dir trotzdem jetzt einen Pfannkuchen, auch wenn der Laktose enthält. Aber es tut mir so leid. Dir wird es heute wieder so schlecht gehen, ne? Was möchtest du denn machen? Du möchtest Fußball spielen. Das finde ich cool. Und du, liebe süße Namiko, du bist heute hier zu Hause, genau. Weil wir mit dir noch ein bisschen Fische fangen wollen. Und dann gucke ich schon mal, ob es hier irgendwo ein paar Käfer gibt. Das fände ich irgendwie ziemlich nice. Hier liegt ein Teller rum. Wow. Okay, wir haben Angelfähigkeit Level 2. Das ist super. Wo finden wir denn hier Käfer, Leute? Ihr wisst doch sowas immer. Hier haben wir Insekten. Die können wir mal sammeln. Die würde ich einfach mal einsammeln, sobald wir mit dem Angeln fertig sind. Hallo, Bär. Gar nicht creepy mit deinem Fernglas. Dieser Urlaub dauert noch einen Tag. Das wissen wir. Das wissen wir, Schatz. Okay, ich glaube, hier brauche ich tatsächlich wieder Hilfe. Ich habe keine Ahnung, wo ich diese Käfer finden soll. Neues Persönlichkeitsmerkmal. Abenteuerlustig. Ja, das kannst du auf jeden Fall sein. Hier, 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 Insekten sammeln. Hier können wir die nächsten Insekten sammeln. Alles klaro. Es gibt also Spots, wo die sind. Oh, das wird natürlich ein bisschen... Das wird ein bisschen wild. Was soll ich sagen, Leute? Was soll ich sagen? Chikomo hat den Wunsch bekommen, dass er umziehen will. Das finde ich cool. Naja, das wirst du doch auch bald, liebe süße Maus. Das finde ich ja ganz toll, dass du dir das sogar wünschst. Hier sind noch welche. Hier sind Insekten. Oh mein Gott, wir haben endlich was gefangen. Gott sei Dank. Wir haben drei Bienen gefangen. Gott sei Dank. Hier sind die. Dreimal eine Biene. Alles klaro. Oh. Ich könnte... Jetzt mal schauen, äh, dass wir zum Mittagessen zurückkommen. Süße Maus, äh, kommt, mal, kommt mal alle wieder nach Hause. Ich öffne mal, weil wir haben ja noch das Mittagessen vom Vortag. Und dann kann ich zum Essen rufen. Und dann haben wir die Möglichkeit, dass wir alle nochmal zusammen Mittagessen. Das wäre doch ganz toll. Lass es euch schmecken, ihr lieb Süßen. Dann bist du wieder zu Hause. Du bist jetzt zu Hause. Und warum hast du dir jetzt nichts zu essen genommen? Da ist doch noch was. Oh, wie wunderbar. Dann lass es dir schmecken, Maus. Ja, genau. Jetzt setze dich auch nochmal um. Oh no! Ist da auch Laktose drin in diesem Ding? Oh Gott, sie muss auf Toilette. Da war, glaube ich, Laktose drin, ne? Für Vegetarier geeignet. Oh no, da ist auch Laktose drin, Leute. Ich kann nicht mehr. Also, diese laktoseintoleranten Sims, das ist ja mal. Oh, nimm Laktase. Na, ich hoffe, das hat euch allen geschmeckt, ihr lieben süßen Mäuse. Ich werde euch ein bisschen vermissen, Leute. Ich werde euch wirklich, wirklich, wirklich vermissen. Vielleicht schaffen wir es aber tatsächlich jetzt noch, bevor wir den Urlaub beenden, weil so lange haben wir gar nicht mehr, dass wir noch, ja, vielleicht doch noch ein bisschen angeln gehen und vielleicht wir doch noch Fische fangen. Beziehungsweise, warte mal, wir können einen anderen Angelspot ausprobieren. Ich ich glaube, hier oben gab es doch auch noch einen Angelspot irgendwo. Hier oben, genau. Dann drückt uns die Daumen, dass wir noch die zwei Fische fangen, die hier noch fehlen. Wie sieht es hier bei euch aus, ihr lieben süßen Mäuse? Oh. Können wir nicht. Warte mal. Es ist doch so ein schöner Tag. Wir können doch bestimmt hier drumrum mh, vielleicht so einen Märchen erzählen. Oh, hier sind auch noch Bienen, Leute. Hier sind auch noch Bienen. Oh, wow. Insekten sammeln. Ähm, was ist das denn hier, Leute? Das ist ja mal ein riesiges. Insekt. Das ist ja mal richtig. Also, sorry, aber. Ja! Wir haben noch einen Fisch gefangen. Hey, Moment mal, Moment mal. Wir haben gleich zwei Fische gefangen. Holy moly, wir haben gleich zwei Fische gefangen. Einmal eine Forelle und einmal nochmal einen Barsch. Sehr, sehr cool. Das heißt, wir sind im nächsten Teil des Bestrebens. Wir haben es geschafft. Oh mein Gott, wir haben alle Ziele erreicht, die ich heute erreichen wollte, ne? So ist es ja. Das ist ja mal richtig, richtig cool. Schatz, hör auf, hör auf, hör auf. Komm lieber hierher. Oh mein Gott, das ist ja richtig nice. Dann guck mal bitte, dass du dich hierher setzt und dass ihr noch ein bisschen quatschig, quatschig macht. Ähm, was machst du hier? Du gehst wandern. Kaori geht wandern. Alles klaro. Naomi spielt Schach. Oh, dann gucken wir mal, dass wir gemeinsam mit unserem Papa ein bisschen Schach spielen. Na, wie sieht das aus? Dann steh mal bitte auf, Papa. Du hast dich hier schon wieder hingelegt, obwohl du gar nicht müde bist. Können wir da bitte ganz kurz drüber sprechen? Geh mal bitte nach unten und spiel mit deiner Tochter Schach, okay? Oh, ja, wunderbar. Dann könnt ihr nämlich auch noch ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Oh, wie süß. Schaut mal. Es ist so schön, dass wir diesen Urlaub jetzt auch nochmal stattfinden lassen, Leute. Das ist wirklich super. Super, super nice. Oh, wir haben tatsächlich auch noch mal ein paar Schmetterlinge gefangen. Boah. Tatsächlich haben wir noch ein paar Schmetterlinge gefangen. Ich glaube, sehr ja wohl nicht. Jezebel-Schmetterlinge. Okay, okay, okay. Karten spielen können wir doch mit Chikumu, Steven und mit der lieben Naomi. Wir können wir doch zusammen Karten spielen. Das sollte oh. doch kein Thema sein. Ist auch so eine Interaktion, die ich super selten mache. Und ich verstehe gar nicht. Ich verstehe gar nicht, warum. Oh, wie schön. Schaut. Das ist ja richtig cool. Man nutzt das viel zu selten und vor allem viel zu wenig, dass man hier mit der Familie einfach mal diesen Spieltisch verwendet. Richtig nice. Außerdem ist es gut für die Mentalfähigkeit und offenbar für die Logikfähigkeit. Ich können wir auch noch mal ein bisschen puzzeln. Das fände ich auch irgendwie ganz nice. Genau, wir wollen 500 Teile Fantasie Drachenblüte. Was wollen wir? Kannst du das bitte auswählen? Kannst du das bitte auswählen? Das ist so cool, Leute. Ich habe das auch noch nie gespielt. Es sind die kleinen Dinge im Leben. Schaut es euch an. Hat da gerade jemand geröbst? Wow. Das ist so süß gemacht. Ich glaube, das kam mit Zusammenwachsen, wenn mich hier alles täuscht. Ich finde, ganz ehrlich, dass wir nochmal zwei richtig, richtig schöne und entspannte Tage mit der Family hatten. Wir sind außerdem im Bestreben von der lieben, süßen Namiko weitergekommen. Ähm, was ist denn jetzt los? Was war das denn jetzt gerade? Was ist denn das jetzt hier? Was ist das denn jetzt hier? Warum flackert denn hier alles? Was ist denn hier los? Äh... Was? Äh, habe ich hier ein Spukhaus hingestellt? Ich bin völlig im Eimer. Vielleicht sollte ich die ins Bettchen schicken? Ich habe keine Ahnung. Geh mal bitte schlafen. Du gehst bitte auch mal schlafen. Wir müssen morgen nämlich früh wieder nach Hause. Kleine süße Naomi, geh bitte auch schlafen. Und du, liebe süße Kaori, geh bitte auch schlafen. Und ich hoffe, dass sie diesen Geist überschlafen. Dann hoffentlich überstehen wir die letzte Nacht hier bei uns in der Lodge. Und dann würde ich sagen, reisen wir am nächsten Tag zurück. Und dann waren es auch schon unsere letzten beiden Tage mit der Familie Flemmig. Zumindest in diesem Haushalt. Es geht ja mit den anderen. Beiden Sims weiter, aber das ist schon ein bisschen zäh, Leute. Ihr lieben Süßen Mäuse, wir beenden den Urlaub und wir reisen zurück nach Hause. Es war ein wunderschöner Familienurlaub, aber jetzt wird es Zeit für den Ernst des Lebens. Jetzt wird es vor allen Dingen auch Zeit, dass wir Abschied nehmen von diesem Teil der Familie. Aber bevor wir das machen, gehen wir mal hopp zurück in den Haushalt, weil ich glaube, ich glaube, dass wir die beiden kleinsten Zwillinge, die beiden Babys jetzt auch zu Säuglingen altern lassen können. Und das bedeutet auch, dass wir die beiden Süßmäuse dann auch umnennen können. Wir sehen uns also gleich wieder zurück im Haushalt. Halli, hallo, hallöchen und welcome back from the Urlaub. Oh, okay, wir müssen erstmal die ganzen Wiegen hier korrekt hinstellen. Dann hoffe ich doch, dass ihr kleinen Süßmäuse auch eine ganz ganz tolle Zeit bei der lieben Tante Vanessa hattet. So, dann gucken wir mal, dass wir jetzt die süßen älter werden lassen. Älter werden, das können wir hier machen. Ja! <laughs> Ganz toll. Whee. Oh mein Gott. Sie sind jetzt schon perfekt, Leute. Sie sind jetzt schon perfekt, Leute. Oh mein Gott. Schaut mal. Oh. Oh, die süße Kleine. Das ist der liebe Rico. Und hier haben wir die liebe süße Mai. Oh, sie hat die roten Haare von ihrem Papa. Oh, das ist so toll, Leute. Das ist einfach so toll. Ich würde sagen, ihr lieben Süßen, in diesem Sinne, ich nenne die beiden kleinen Fratzi's jetzt auch gleich nochmal um. Und zwar in Rico und in Mai, so wie wir es uns auch gerollt haben am Anfang des Parts. Vielen lieben Dank für die Aufmerksamkeit und Dankeschön, dass ihr euch das Video angesehen habt. Dankeschön für euren krassen Support während der letzten Staffel. Ich weiß, dass in Staffel 4 viel hin und her ging und wir. Viel ausprobiert haben und wir viele Dinge, ja, vielleicht auch verwerfen mussten mit dem Hotel und so weiter. Aber ihr seid trotzdem dran geblieben, ihr habt trotzdem Bock noch auf die Familie. Ich freue mich auf die nächste Staffel und ich freue mich auf die neuen Geschichten gemeinsam mit der Flemming-Familie. Im neuen Part dann ja mit dem lieben Chikumu und mit der lieben süßen Namiko, denn die beiden werden nämlich ausziehen. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Vielen lieben Dank für die Aufmerksamkeit. Dankeschön, dass ihr euch das Video angesehen habt. Hinterlasst mir gerne Like und den Kommentar. Gerne auch euer Feedback zur aktuellen Staffel und was ihr euch vielleicht auch von der neuen Staffel wünscht. Falls noch nicht geschehen, abonniert. Abonniert gerne meinen Kanal, das ist kostenfrei und ihr supportet mich. Klickt die Glocke, dann werdet informiert, sobald ein neues Video live geht. Habt einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video auf diesem Kanal wieder. Bis dahin, bye!